Hallo und herzlich willkommen bei CryptoTV. Jetzt geht es peu à peu weiter und wieder habe ich ein tolles Video hochgeladen. Viele wissen es schon, ich werde es jetzt noch ungefähr 1, 2, 3 Mal erwähnen und danach müsst ihr es eigentlich selbst wissen, warum ich auf YouTube keinen Film mehr hochlade. Bin in einer Woche zweimal gestrikt, bei dem dritten Strike wird mein Kanal gelöscht. Weil ich das nicht will, musste ich mir eine andere Videoplattform suchen. Ich wurde auch für eine gewisse Zeit generell gesperrt, dass ich keine Videos hochladen durfte und ich will einfach nicht dieser Zensur unterliegen. Denn das letzte Video, das ich hochgeladen hatte, war noch nicht mal auf öffentlich gestellt und schon gestrikt. So habe ich erkannt, dass ein Roboter genau achtet, was im Video gesagt wird. Und wenn gewisse Wörter nicht passen, dann wird das Video gelöscht. Und bei drei Strikes ist dein Kanal komplett weg. Nun, so viel dazu. Nun will ich euch zeigen, um welches Video ich wo hochgeladen habe. Dazu wechsle ich jetzt mal hier auf den Monitor um. Ich bin auf diese Videoplattform umgestiegen und möchte euch dieses Video präsentieren. Ich möchte euch nicht vorlesen, um was es hier geht, denn sonst hat mich der Roboter bei YouTube wieder. Ich möchte euch einen guten Rat geben, generell ständig immer, wenn ihr jetzt in Zukunft hier diese Videos anschaut, klickt auf Play, dann auf Pause, hier auf dieses Zahnrad, da seht ihr, das ist auf 480p hochgeladen. Das ist natürlich eine Kartoffelkameraqualität. Ich habe das Video aber in Voll HD hochgeladen bei dieser Videoplattform. Also klickt dann hier noch da drauf. Und dann könnt ihr auf 1080p klicken und das Video ist in voller Auflösung zu sehen. Manchmal funktioniert das leider nicht, dass ich auf Voll HD hochladen kann. Ich vermute mal, dass die Server auf dieser Videoplattform mit Videos, die eine längere Laufzeit haben, nicht mehr damit klarkommt. Vielleicht liegt es auch an etwas anderem. Wenn jemand schon mit dieser Plattform, Videoplattform Erfahrungen hat, wie man alle Videos auf HD hier hochladen kann, bitte gebt mir den Tipp Bescheid. Somit würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video seht. Ich werde euch den Videolink unten in der Videobeschreibung und in der Kommentarfunktion verlinken, damit ihr auch darauf dieses Video zugreifen könnt. Somit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich würde mich freuen, wieder, wenn ihr das nächste Mal wieder mit einschaltet, wenn es heißt CryptoTV.